So, wieder mal schönen guten Tag, einen schönen Sonntag, herrliches Wetter draußen. In der Halle kriegt man davon nichts mit, aber es ist angenehm klimatisiert und es sind noch nicht die Mengen da. Aber ich schätze mal, ab Mittag ist es hier richtig, richtig voll, aber es ist schon ordentlich besucht. Halle 16, wie gesagt, wir haben rechts Fiat und links VW und das bietet sich natürlich jetzt perfekt an, dass ich mal auf den VW-Stand gehe. Schauen wir mal, ob es dann Durchkommen gibt. Da gibt es ja eine Premiere. Mein Kollege, YouTube-Kollege aus England, Andrew Ditton, hat schon versucht, das Auto einzufangen, hatte immer Pech, weil er von Menschen umlagert war. Sprich also, man hat hier natürlich eigentlich als YouTuber die Aufgabe, niemanden zu stören. Aber wir wollen uns natürlich auch mal die Autos näher von innen anschauen. Da vorne steht er, das ist eine Konzeptstudio, vielleicht kommen wir mal noch von außen rum. Oder ich komme mit meinen langen Armen direkt ins Auto rein. Gucken wir mal auf der linken Seite durch. Ja, Sie sehen also, da steht eine ganze Traube davor. Und da muss der Verkehr geregelt werden. Der California XXL, das ist ein Studienfahrzeug. Das ist ja schon groß durch die Presse gegangen in den ersten Vorankündigungen. Aber das ist wirklich eine echte Premiere hier, dass man dieses Fahrzeug zeigt. Und, aber wie gesagt, sehen Sie, da gehen wir unter der Woche in der Früh mal um 10 her. Und dann können wir uns den in Ruhe anschauen. Dann machen wir einen Termin hier mit VW. Ich denke mal, für den ersten Eindruck reicht es. Wir können ja dann weitergehen. Fiat, da gibt es auch etwas Neues. Und vielleicht finden wir da einen Gesprächspartner. Aber so sieht der California XXL aus. Da sehe ich, da sind die Fenster offen. Da können wir jetzt wunderbar mal von der Seite reingucken, um euch mal einen ersten Einblick zu geben, wie die Zukunft bei VW-Bussen aussieht. Der California-Bus, also wie gesagt, auf T6. Da sieht man auch noch ein bisschen was in der Schlafkabine. Genau, da ist jemand drin, der sich das näher anschaut. Wie gesagt, wir machen einen Termin und kommen dann Anfang nächster Woche nochmal zu der Premiere vom California XXL. Das ist eine echte Erscheinung, das Fahrzeug. Das muss man wirklich mal sagen, beeindruckend. Schön hier, Aerodynamik von der Linie her. Hat VW ganze Arbeit geleistet. Aber da gibt es sicherlich einige Fragen, einige Erklärungen dazu. Und dann werden wir das ordentlich machen. Jetzt mal gegenüber vom Carrado. Lini und Toni sind ja im Anflug. Die kommen, glaube ich, Mitte der Woche jetzt auf den Caravan-Salon. Da gibt es hier mit Sicherheit ein großes YouTuber-Treffen. Nicht am Carrado-Stand, aber mit Sicherheit draußen am Stand am P1. Heute auch schon Jens und Manu über den Weg gelaufen, die ja auch ganz fleißig ihre Stellplatzvideos machen und ihr Leben in ihrer sogenannten Villa, das ist in eurer Integra, dokumentieren mit ganz, ganz vielen netten Geschichten. Ja, die werden auch überall erkannt. Und das ist sehr, sehr lustig, was momentan hier passiert. Also YouTube hat eingezogen oder ist eingezogen in die Reisemobilbranche. Ich fummel jetzt gerade mein Mikro um. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nur mit kurzen Unterbrechungen. Aber das sollte eigentlich jetzt vom Ton her ganz gut sein. Aber wie gesagt, live ist live. Von dem her schlagen wir uns mal durch zu dem Fahrzeug, das mich jetzt natürlich am meisten interessiert. Das ist bei FIO der Fiat 4x4. Sprich also die Allrad-Variante vom Ducato. Dürfte also demnächst so sein, dass wir ab Werk eben den Ducato-Kasten als Allrad-Version bekommen. Hier steht er schon mal. Das ist natürlich auch ein Highlight. Hier Ducato vor und vor. Nehme ich jetzt mal rum. Und hier hat man den natürlich schön mit Effekt auf Expedition 4x4 beklebt. Da macht was her. Oben mit dem Dachträgersystem drauf. Und alles gut, ganz normal, alles easy. Super, da haben sich zwei nette Damen gerade unten durchgehuscht. Ja, wollen natürlich das Kamerabild nicht stören, aber die beiden hätten das mit Sicherheit nicht gestört. Also, einmal von hinten rein, der ist natürlich jetzt hier in der Handwerkerausstattung mit einer Laderampe etc. Aber da sieht man schon mal, wie das Ganze aussieht. Innen ist das natürlich jetzt weniger interessant. Das Wichtige ist jetzt die Antriebsmöglichkeit eben mit Allrad. Aber da werden wir uns auch dann während der Woche nochmal von Fiat jemand aus dem Vertrieb besorgen, der uns das näher anschaut. Hier zur Deko macht man natürlich hier Offroad-technisch noch ein schönes Moped daneben. Und ja, ich werde weiterziehen jetzt in die Starterwelt. Diese Halle ist erstmalig am Caravan Salon 2017 und gebe euch hier ein paar Eindrücke weiter, nehme euch mit auf die weitere Reise über den Caravan Salon. Gegenüber haben wir noch Leica, hier Renault, Iveco hat ja auch sein Fahrzeug komplett modernisiert bzw. neu aufgesetzt. Das ist eine sehr interessante Chassis-Möglichkeit in der Branche.
auf die einige schon aufbauen. Wir werden mal gucken, was da die Zukunft bringt. Renault auch wieder eine Alternative. Ja, mit lieben Grüßen nach Hause aus der Halle 16. Es geht jetzt gleich weiter. Direkt aus der Starterwelt. Camper Tobi, Caravan Salon 2017. Bis nachher. Danke. Servus. Ciao.